Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie heute wieder Finnews TV schauen. Die Anlegerinnen und Anleger blicken zur Jahresmitte auf ein grimmiges erstes Semester zurück. Zahlreiche Großereignisse wie die überraschend starken Zinserhöhungen der Zentralbanken, die Inflation, der Crash der Kryptowährungen und der Krieg in der Ukraine fielen zusammen und haben an den Finanzmärkten so etwas wie einen perfekten Sturm ausgelöst. Wie geht es nun weiter und wie sollen sich Investoren nun positionieren? Darüber unterhalte ich mich mit Stefan Eppenberger. Herr Eppenberger, 2022 war bis jetzt eine ordentliche Talfahrt an den Finanzmärkten. Dies nach einem fulminanten Börsenjahr 2021. Wie blicken Sie als Anlagestratege auf die ersten 6 Monate zurück? Ja, es ist nicht ungewöhnlich, dass nach der guten Party der große Kater folgt. Wir hatten 2 Jahre Wirtschaftsboom, ausgelöst von einer sehr großzügigen Fiskal- und Geldpolitik. Und das hat auch eine sehr hohe Inflation mit sich gebracht. Und die Zentralbanken reagieren jetzt dieses Jahr mit einer sehr restriktiven Geldpolitik darauf. Die Inflation war eigentlich schon sehr hoch im vergangenen Oktober, auf einem 30-Jahres-Hoch in den USA. Der Kater kam also nicht ganz unerwartet. Dieses Jahr hat natürlich, haben die Ereignisse in der Ukraine, aber auch die neuen Lockdowns in China die ganze Problematik nochmals verschärft. Könnte man jetzt sagen, dass die Notenbanken die Spielverderber sind, weil sie die Zinsen sehr drastisch erhöht haben? Gut, es ist die Aufgabe der Notenbanken, die hohe Inflation notfalls mit strikten Zinserhöhungen zu bekämpfen. Inflation ist schlecht für den Konsumenten, ist schlecht für die Wirtschaft, ist schlecht entsprechend auch für die Finanzmärkte. Es macht also viel Sinn, dass man die Inflation bekämpft. Wenn man von Spielverderber sprechen möchte, dann weil man sich diese Politik vielleicht schon früher gewünscht hätte. Früher, aber dafür weniger ruppig. Denn Zinserhöhungszyklen sind grundsätzlich nicht per se schlecht für die Finanzmärkte. Aber eine solch verspätete und auch ruppige Herangehensweise sorgt für Unsicherheit und das wird von den Märkten negativ quittiert. Heute vergeht kein Tag mehr ohne Inflationsschlagzeilen. Hat die Teuerung aus Ihrer Sicht nun ihren Höhepunkt bereits erreicht? Wir denken schon, dass das Schlimmste jetzt bald hinter uns ist. Wir sehen erste Anzeichen dafür. Wir sehen, die Lieferkettenprobleme lösen sich langsam. Wir sehen die chinesische Volkswirtschaft, die sich auch langsam wieder öffnet. Und schließlich sorgen auch die hohen Preise an sich für weniger Nachfrage, gerade auch im Rohstoffsegment. Die strukturellen Treiber sprechen allerdings dafür, dass die Inflation noch länger erhalten bleiben könnte. Denken wir an die Demografie oder denken wir an die Energiewende. Wenn also die Inflation fortbesteht, wie können sich Anlegerinnen und Anleger in einem solchen Umfeld am besten schützen? Um diese Frage zu beantworten, lohnt sich definitiv ein Blick in die 70er Jahre. Die Problematik damals wie heute ist jene, dass Aktien und Anleihen positiv korrelieren. Das heißt, wenn Aktien fallen, fallen gleichzeitig auch Anleihenpreise. Um trotzdem eine Diversifikation zu erreichen und sich besser in einem Portfolio zu schützen, muss man nach Alternativen Ausschau halten. Rohstoffe könnte hier die geeignete Anlageklasse sein. Das hat man in den 70er Jahren gesehen, hat man auch dieses Jahr gesehen. Rohstoffe sind eine reale Anlageklasse, die nicht beliebig vermehrbar ist und entsprechend ist man gut vor Inflation geschützt. Hinzu kommt, dass in den letzten Jahren deutlich zu wenig Geld investiert wurde, um neue Rohstoffe zu erschließen. Das dürfte zu einer Angebotknappheit führen. Bleiben wir noch bei diesen sicheren Werten. Gold ist auch ein solcher
und auch Betongold, also Immobilien, die zwar schon recht hoch bewertet sind. Wie schätzen Sie diese beiden Anlageklassen ein? Gold und Immobilien sind auch reale Anlageklasse, sprich auch nicht beliebig vermehrbar und schützen entsprechend besser vor Inflation als beispielsweise Papiergeld. Ist aber auch so, dass diese beiden Anlageklassen in den letzten Jahren, ja Jahrzehnten von sinkenden Zinsen profitiert haben. Wenn jetzt die Zentralbank die Zinsen erhöht und die Inflation damit erfolgreich bekämpfen könnte, ohne negative wirtschaftliche Auswirkungen, könnte es auch für Gold und Immobilien temporär ungemütlich werden. Nicht, dass Sie mich falsch verstehen, wenn die Inflation außer Rand und Band gerät oder auch die Wirtschaftsnachfrage deutlich zurückgeht, ist Gold immer noch sehr wertvoll in einem Portfolio. Vielleicht eine Sache, die noch nennenswert ist, gerade für Schweizer Investoren, würden wir empfehlen, nicht zu viel Fremdwährungsrisiko einzunehmen, da die Inflation in der Schweiz deutlich tiefer ist als im Ausland und dies dürfte den Schweizer Franken in den nächsten Monaten und auch Jahren weiter unterstützen. Kryptowährungen haben in den vergangenen Monaten ebenfalls massiv korrigiert. Obwohl man eigentlich dachte, dass digitale Assets eine Alternative zu traditionellen Anlagen sein könnten. Das scheint aber nun nicht der Fall zu sein. Was denken Sie, ist der Kryptotraum nun ausgeträumt? Wir sehen tatsächlich zurzeit keinen Mehrwert von Kryptoanlagen fürs Portfolio und sind entsprechend auch nicht investiert. Ich sehe durchaus den Reiz einer digitalen Anti-Papiergeldwährung. Nur Fakt ist, dass Kryptowährungen gerade in Krisenzeiten sehr positiv oder sehr stark positiv mit Aktien korreliert sind und entsprechend keine Diversifikation bieten. Schaut man sich den Kurs für Bitcoin und Tesla an, sind die praktisch deckungsgleich. Aus Investorensicht befinden wir uns jetzt in einem perfekten Sturm. Trotzdem, was wird nach der Inflation aus Ihrer Sicht die nächste große Sorge oder auch Hoffnung für Investoren sein? Wir denken, dass in den nächsten Wochen die Sorgen um die Inflation bald einer Sorge um Wirtschaftswachstum weichen wird. Zinserhöhungszyklen, besonders solch strikte wie derzeit, haben meistens zu einer Wirtschaftsabkühlung geführt. Eine Rezession ist durchaus wahrscheinlich und das sind natürlich keine besonders guten Aussichten für risikoreiche Anlagen, speziell nicht für konjunktursensitive. Es gibt aber auch die Hoffnung, dass sobald die Wirtschaftsabkühlung fortschreitet, die Zentralbanken eine Kehrtwende machen, denn sie haben ja nicht nur ein Inflationsmandat, sondern sie sollten zumindest in den USA auch für Vollbeschäftigung sorgen. Auch hier, wenn man die 70er Jahre anschaut, dann sind die Kehrtwende der Notenbanken auch die Wendepunkte der Aktienmärkte, sowohl im negativen, aber eben auch im positiven Sinne. Wir können also gespannt auf das zweite Halbjahr 2022 schauen. Herr Rippenberger, vielen Dank für das spannende Gespräch. Ich danke Ihnen.